This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend wieder einmal in Zusammenarbeit mit meinem Bruder Viktor aus Hamburg, der sich als sowas von unglaublich nützlich erwiesen hat, den kann nur der Heilige Geist geschickt haben. Wirklich wahr. Eine Zusammenarbeit, die sehr, sage ich mal, intensiv sich ausgewachsen hat im Augenblick. Das ist heute schon das zweite Mal, dass wir zusammenkommen und eine Aufnahme zusammen machen. Heute ist es die fünfte aus dem Buch von Alphonse Liguori, also von Robert Grassmann, der hier teilweise das Buch von Alphonse Liguori über die Moraltheologie übersetzt hat, das dann 1937 erschienen ist und in dem Viktor jetzt zum wievielten Mal bist du jetzt dabei, Viktor? Drittes Mal oder was bei der Lesung? Das ist heute das zweite Mal. Das zweite. Ich wusste nur nicht, ob letztes Mal das erste Mal war, dass du dabei warst. Also heute zum zweiten Mal dabei in der Lesung. Ja, stimmt, davor hatte ich jemand anderes. Ich glaube, Maximilian war da mal mit bei. Und ach, die Leute kommen und gehen, weißt du. Ich mache inzwischen schon fast keine Lesung mehr alleine. Aber es ist ja auch immer schön, so eine Unterstützung zu haben. Und auch die direkten Kommentare von jemand anders zu hören und die Ansichten von jemand anders zu hören, als immer nur seine eigenen Ansichten. Und das Allerbeste ist, dass unsere Ansichten und Kommentare immer übereinstimmen, weil sie nämlich im Geist übereinstimmen. Und das ist sehr wichtig. Wir haben denselben Geist, weil wir auch auf dieselbe Bibel aufbauen. Ja? Ein Thema, das für viele Leute immer noch ziemlich schwer verständlich ist oftmals, die sagen, da war vorhin einer, der hier einen Kommentar geschrieben hat auf meinem YouTube-Video von Romanismus und die Reformation. Hier, Matthew Prayer, seht ihr? Ja? Betreffs deine Aussage, die richtige Bibel zu lesen, Recht gebe, stellt sich die Frage, welches ist die richtige Bibel? Naja, ich habe ihm darauf ganz einfach geantwortet. Ich habe ihm den Link gegeben zu meiner Lesung. Ich glaube, in wie vielen Teilen war denn das? In 10 Teilen oder so. Die Bibel, korrekt oder korrupt, wo ich das Buch oder Büchlein von dem Rudolf Ebertshäuser gelesen habe und eben darauf hinweise, dass nur die Bibel korrekt sein kann, die basiert auf den
originalen Texten, das heißt also auf dem masoretischen Haupttext im Alten Testament und auf den Textus Receptus im Neuen Testament. Es geht nicht darum, welchen Titel die Bibel trägt. Es geht nicht darum, in welchem Deutsch oder Englisch oder Französisch sie geschrieben ist. Es geht darum, welcher Text liegt an der Basis. Und nur der original bewahrte, inspirierte Text von Gott kann der sein, der einer Bibel spirituelles Leben einhaucht, sage ich jetzt mal. Und eben in diesem Geist sind eben auch Viktor und ich so viel zusammen. Das ist so wunderbar, einen solchen Menschen getroffen zu haben. Und deswegen macht es auch so viel Spaß, mit ihm zusammen diese Lesung hier zu machen. Also möchte ich dich jetzt offiziell ganz herzlich begrüßen, Viktor, zu unserer fünften Lesung, also zu meiner fünften Lesung dieses Buches von Robert Grassmann, wo er eben Teile des Buches von Alphonse Liguori über die sexuelle katholische Moraltheologie übersetzt. Dass du mich darin begleitest. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, Viktor. Hallo, Bruder Jörg. Vielen Dank. Ja, ich bin auch sehr begeistert, wieder dabei zu sein. Und ja, ist ein Thema sehr interessant auch, um da mal ein bisschen sich zu vertiefen. Und deswegen, ja, höre ich mal heute mit gespitzten Ohren mal wieder zu und vielleicht doch mal das eine oder andere da auch hinzufügen werde. Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe hier ein paar Bilder vorbereitet, die wir in der Zwischenzeit uns anschauen können. Zum Beispiel das hier, das ist ein wenig frivol, aber das können wir uns auch ein klein wenig erlauben, weil dieses Video ist, wie das vorhergehende auch, erst ab 18 freigeschaltet. Es gibt eine freiwillige Selbstbeschränkung, die ich mir hier auflege, weil in dem Buch, wie wir ja lesen, das muss ich euch mal eben zeigen, für den, der es noch nicht gesehen hat, steht oben drauf, diese Broschüre darf Jugendlichen weder verkauft noch in die Hand gegeben werden. Das heißt, Jugendliche müssen also durch Altersbeschränkung davon abgehalten werden, dieses Video zu schauen. Jetzt werdet ihr sagen von, ja Jörg, aber so wild ist es doch gar nicht, was darin vorkommt. Das kennt doch heute jeder 14-Jährige. Das ist dann aber nicht gerade gut für seine Morale, Entschuldigung, für seine moralische Entwicklung. Dass er das kennt. Und wenn ich dafür sorgen kann, dass er das nicht kennt, weil es hier eine Altersbeschränkung gibt, sondern erst dann, wenn er zwischen Anführungszeichen reif dafür ist, weil manche Leute sind 30 und sind dann nicht reif für, dann bitteschön. Aber ich finde, dass ich das hier, die Bitte des Autors unterstütze, dass das eben nicht in die in zu junge Hände fällt, weil einige Dinge, die beschrieben stehen, können manchen Geist schon ein wenig verwirren will ich gar nicht mal sagen, aber verleiten und umstoßen und in schlechte Richtungen bringen. Und das wollen wir ja noch nicht. Nichtsdestotrotz, wir sprechen hier über die Ohrenbeichte der Ehefrauen. Und dann ist dieses Bild hier vielleicht gar nicht ganz so verkehrt, weil die Frau ziemlich aufreizend gekleidet ist. Und es geht ja nicht darum, dass sie aufreizend gekleidet ist, weil im Beichtstuhl sieht der Pfarrer sie oftmals nicht mehr oder der Priester. Sondern es geht darum, dass den alleinstehenden Priestern, die in dieser Ohrenbeichte die Beichte abnehmen, eben sich diese ganzen frivolen Dinge anhören müssen und sich dann natürlich in ihrer Fantasie eben auch Vorstellungen davon machen. Und da sind wir ja letztes Mal schon drauf eingegangen und jetzt fahren wir hier also auf Seite 20 fort mit Antichrist Papst Alexander III. Der hat nämlich in einem Schreiben an den Erzbischof von Salerno im Jahre 1180 folgenden Grundsatz aufgestellt. Der Kraft der Autorität seines Urhebers auch heute noch volle Geltung besitzt, da päpstliche Erlasse von ewiger Dauer zu sein scheinen, schreibt der Grassmann. Ja, die Päpste behaupten, dass was sie sagen, zwischen Anführungszeichen ex cathedra, vom Thron herab, in Bezug auf römisch-katholische Lehre, auf Dogma, auf Glaubenslehre, dass das unfehlbar ist und dass das einmal gesprochen für ewig gilt. Von daher, selbst was ein Antichrist im Jahr 1180 nach Christus gesagt hat, das ist heute immer noch genauso gültig, wie es das damals war. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, ob ihr das glaubt oder nicht, diese Politik ist römisch-katholische Politik. Und wenn ich selber ein römischer Katholik bin, dann unterwerfe ich mich eben diesen Dogmen, dann unterwerfe ich mich dieser Autorität. Und dann muss ich das glauben. Und wenn ich das dann glaube und auch noch befolge, dann nennt man das Ultramontanismus. Ja? Das ist die ohne in Zweifel zu ziehende Folgsamkeit
des Papstes, ja, ohne den Papst oder irgendeine Autorität der römisch-katholischen Hierarchie in Zweifel zu ziehen. Das ist Ultramontanismus. Ja. Und genau darin gipfelt das, wenn ich das so tue. Also, Papst Antichrist Alexander III. Hat in einem Schreiben an den Erzbischof von Salerno im Jahre 1180 folgenden Grundsatz aufgestellt. Der Kraft der Autorität seines Urhebers auch heute in 2018 noch volle Geltung besitzt, da päpstliche Erlasse von ewiger Dauer sind. Die Ehebrüche und andere Vergehen, welche geringere Art sind, kann der Bischof den Klerikern nach vollbrachter Buße vergeben. Jeder Priester kann danach leicht, allzu leicht, Vergebung erlangen. Ihren menschlichen Schwächen wird weitestgehend Rechnung getragen. Die Buße, als durchaus hinlänglich erachtet für das Geschehene und Vergangene, das damit abgetan und für alle Zeit erledigt gilt, eine Unterlassung oder das Versprechen der Unterlassung wird nicht gefordert. Die Ehrbarkeit einer Frau wird für gering oder für nichts geachtet. Die Folge einer Abwendung oder Entfremdung vom Ehemanne nicht in Betracht gezogen. Eine heillose Verwirrung muss die Folge sein. Das Abnormale wird zur Norm. Gury, das ist ein anderer Moraltheologe der römisch-katholischen Kirche, und der zwischen Anführungszeichen Heilige Alphonsus Maria de Liguori leiten die Ehefrauen selbst zu Meineide an, um den Ehebruch vor dem Ehegatten zu verheimlichen. Liguori, und ich weigere mich ständig das Heilige mitzulesen, wenn ich es rechtzeitig sehe, nimmt mir das nicht übel, aber ich finde das eben, dass der überhaupt nicht heilig ist. Ich könnte natürlich auch, anstatt es wegzulassen, der Unheilige sagen, aber das würde das Buch ein wenig ins Lächerliche ziehen und das will ich auch nicht. Also, Liguori rechtfertigt, wie wir im vierten Abschnitt sehen werden, den Meineid überhaupt. Und da haben wir ja schon viele, viele, viele andere Beispiele in der römisch-katholischen Kirche vorher von gelesen. Ich möchte da noch mal eins drauf geben, wo ich in einem meiner letzten Videos nicht drauf eingegangen bin, was ich eigentlich hätte machen sollen. Das war Romanismus und die Reformation, ich glaube der 12. Teil oder so, oder der 19., ich weiß nicht mehr, irgendeiner der Teile. Ich glaube, das war das Video, da bin ich da nicht drauf eingegangen, wo ich sagte, oder es war hinter den Diktatoren, echt, ich weiß es nicht mehr, spielt auch keine Rolle. Wo ich gesprochen hatte über Politiker, die ja einen Eid schwören und das tun mit mentaler Reservation. Ja, also wenn zum Beispiel der amerikanische Präsident sich da hinstellt und schwört, ich schwöre, dem amerikanischen Volk zu dienen und Schaden von ihm abzuwenden und zwar und Feinde von Amerika zu bekämpfen, sowohl die äußerlichen als auch die innerlichen, und in abgewandelter Form macht dann deutscher Bundeskanzler denselben Eid und dann englischer Premierminister und so weiter und so weiter. Wenn die das machen, dann nehmen die nicht nur, dann muss man nicht nur berücksichtigen, dass sie hierbei geistige Reservationen sich darauf berufen, um eben diesen Eid nicht ausfüllen zu müssen, sondern noch viel schlimmer, da sie ihren ersten Treueeid dem Papst geschworen haben, sonst wären sie nämlich nie in der Position, Präsident, Bundeskanzler, was auch immer, wo sie sind. Sie haben ihre erste Treue dem Papst geschworen und der Papst gibt ihnen eine Absolution, dass sie in Zukunft alle anderen Eide sprechen können, als ob sie genauso gut sagen würden, ich hole dir gleich ein Bier aus dem Kühlschrank und das dann nicht machen. Das hat genauso viel Wert. Ja? Ich hoffe, dass ihr das gut versteht. Absolution, was heißt das? Ein solcher Politiker kann schwören, was er will, in dem vollen Bewusstsein, dass er niemals die Absicht hat, diesen Eid zu halten, was dann ein Meineid wäre. Aber er kann das ohne Konsequenzen tun, weil er bereits vorher dem Papst einen Treueeid geschworen hat und der Papst ihn gleichzeitig von allen Meineiden entbunden hat. Mit anderen Worten, er kann andere Eide schwören, so viel wie er lustig ist, weil es zählt immer nur der Treueschwur an den Papst und nicht die anderen Schwüre. Und von daher begehen diese Leute Meineide und von daher, wo sie gehen und stehen, lügen sie wie gedruckt und sie tun das ohne geistige Folgen. Zumindest ohne geistige Folgen, versteht mich bitte richtig, in ihrem Glaubenssystem, nicht nach der Bibel.
In der Bibel steht, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Gegen dieses Gesetz verstoßen sie. In der Bibel steht, du sollst nicht schwören. Gegen dieses Gesetz verstoßen sie. Ja? Biblisch gesehen sind sie falsch. Aber weltlich gesehen sind sie richtig. Nach dem Heidentum, nach den heidnischen Gesetzen sind sie richtig, weil da halten sie sich dran. Und da leben sie nach. Und das ist das Problem mit den meisten Leuten, die irgendwelche Politiker diese Eide schwören, sehen und dann sagen, ja, aber der oder die hat doch gesagt, das und das zu tun, warum passiert denn dann das und das in der Politik hier in unserem Land? Eben weil sie sich an diese Eide überhaupt nicht halten müssen, weil sie von allen Eiden vorher schon absolviert sind, also freigesprochen sind. Es ist für sie keine Sünde, Meineid zu begehen, weil der Eid, den sie an den Papst und die römisch-katholische Kirche geschworen haben, das, wie man im Englischen so schön sagt, supersedes, ja, das übertrifft all diese anderen Eide. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir das mal eben besprechen, weil auch hier spricht der Liguria, dass wir sehen werden im vierten Abschnitt, dass der Meineid überhaupt von Liguori gerechtfertigt wird. Und das ist jetzt natürlich hier in Bezug auf die Ohrenbeichte und auf die Moraltheologie, aber es ist eben im Allgemeinen so, dass die Menschen, die einen Schwur ablegen gegenüber dem Papst, einen Treueeid ablegen gegenüber dem Papst und er sie dann in Zukunft von allen anderen Eiden absolviert, aus dem Grunde überhaupt erst möglich, einen Meineid zu machen. Und diese Rechtfertigung, wie wir hier von Liguori lesen werden, ist auch mit der Grund, weshalb wir hier einen moralischen Verfall sehen. Eine Moral, wie sie nur vom Menschen aufgestellt wird, die mit göttlicher Moral, die mit biblischer Moral, die mit christlicher Moral, die mit Jesus Christus, seiner Moral und Jesus Christus selber überhaupt nichts zu tun hat. Hast du da vielleicht eine Bemerkung zu Viktor, zu dem, was ich hier jetzt gerade eben gesagt habe, oder soll ich fortfahren in der Lesung? Nö, nee, an sich, ich denke, der Punkt ist schon ganz gut von dir so hervorgehoben worden. Also diejenigen, die natürlich in gewissen Positionen sich befinden, die sind in der Regel schon auf der großen breiten Straße auf Rom schon vorher unterwegs gewesen, um eben nämlich genau da hinzugelangen, wo sie jetzt sind. Und das natürlich auch in gewisser Weise für sich gerechtfertigt sehen, ja, und dabei leider halt nicht auf dem Fundament, auf dem Fuße der Bibel wandeln. Richtig. Also, der heilige Liguori, das habe ich doch wieder gesagt, rechtfertigt, wie wir im vierten Abschnitt sehen werden, den Meineid überhaupt und namentlich auch für Frauen durch Anwendung des Probabilismus. Das heißt, aus Gründen der Nützlichkeit. Ich hatte ja, glaube ich, Probabilismus im letzten Mal erklärt. Ne? Es geht nämlich nicht darum, ob etwas probable, also möglich ist, sondern es geht darum, ob etwas nützlich ist. Probabilismus ist, wenn es nützlich ist, dann kann ich das anwenden. Mit anderen Worten, eine andere Art, um zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, das ist Probabilismus. Für die Ehefrauen aber gibt er in Band 2 noch spezielle Anleitung, wie jede Frau ihren Mann durch Meineide hintergehen kann. Also die Frauen kriegen hier selbst noch Anleitung von dem Priester. Da Guri diese Anleitung ohne Anwendung des Probabilismus gibt, so gebe ich die Anleitung nach Guri aus Guris Casus Consigitate Ratis Bonae in Regensburg veröffentlicht auf Seite 129 wieder. Guri schreibt hier, Zitat, Frau Anna, welche einen Ehebruch begangen hat, antwortet ihrem deshalb argwöhnisch und fragelustigen Gemahl das erste Mal, dass sie die Ehe nicht gebrochen habe. Das zweite Mal, dass sie bereits von der Sünde durch die Beichte absolviert worden war, antwortet sie, ich bin eines solchen Verbrechens nicht schuldig. Weil aber der Gemahl immer noch mit Fragen drängt, so leugnet sie das dritte Mal den Ehebruch gänzlich ab und sagt, ich habe ihn nicht begangen, indem sie an einen solchen Ehebruch denkt, den sie zu offenbaren nicht verpflichtet ist. Oder sie sagt, ich habe keinen dir zu offenbarenden Ehebruch begangen. Die Frage ist, ist Anna zu verurteilen? Antwort. Anna kann in allen drei Fällen von der Lüge freigesprochen werden.
Im ersten Falle nämlich konnte sie sagen, sie habe die Ehe nicht gebrochen, weil diese trotz Ehebruchs noch bestand. Also wenn die Ehe weiterhin besteht, ist sie ja nicht gebrochen. Im zweiten Fall, dass sie an dem Verbrechen des Ehebruchs unschuldig sei, weil nach Ablegung der Beichte und nach Empfang der Absolution ihr Gewissen von jenem Verbrechen nicht mehr beschwert wurde, da sie die moralische Gewissheit hatte, dass ihr jenes vergeben worden sei. Ja, sie konnte dies sogar mit einem Eide bekräftigen, nachdem Liguori nach Lessius, nach Salmantisensen und Suarez gemäß der allgemeinen Meinung aller Moraltheologen. Auch im dritten Falle konnte sie nach probabler Meinung leugnen, also nützlich, dass sie den Ehebruch begangen habe, mit dem Gedanken vorbehalte, so, dass sie ihre Sünde dem Gatten offenbaren müsste. Ebenso wie ein Verbrecher dem ungesetzlich fragenden Richter sagen kann, ich habe das Verbrechen nicht begangen. Wobei er sich denkt, ich habe es nicht so begangen, dass er verpflichtet sei, es jenem einzugestehen. Eine durchaus bezeichnende, scharfe Logik der Zulässigkeit und Verteidigung unlauterer Dinge, woraus wiederum geschlossen werden muss, wie häufig Ehebrüche der Priester vorkommen müssen, wenn ein Morallehrer zu solcher Gewissenlosigkeit die Zuflucht nimmt und bei einer Ehefrau solche Meineide gut zu heißen sucht. Zweiter Abschnitt des Buches. Das Amt und die Moral des Beichtvaters in der römisch-katholischen Kirche. In der römisch-katholischen Kirche, lesen wir unter Punkt 1, ist der Priester, der Beichtvater und Richter seiner Gemeinde, dem jeder in der geheimen Ohrenbeichte unter vier Augen alle seine Todsünden seit seiner Taufe beichten soll. Derart, dass der Priester als mit göttlichen Vollmachten ausgestatteter Richter dem Beichtenden die Sünden vergeben oder behalten, ihn nach seinem Ermessen zum Abendmahl zulassen oder davon ausschließen, ja, ihm die ewige Seligkeit oder die ewige Verdammnis zuteilen kann. Auch hier möchte ich eben noch mal ein klein wenig tiefer drauf eingehen. In der römisch-katholischen Kirche ist der Priester, der Beichtvater und Richter seiner Gemeinde, dem jeder in der geheimen Ohrenbeichte unter vier Augen alle seine Todsünden seit seiner Taufe beichten soll. Seit seiner Taufe. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum die römisch-katholische Kirche darauf andringt, dass die Kindertaufe eingehalten werden muss. Das heißt nämlich, wenn ein Kind innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt getauft wird, wo es noch gar kein Bewusstsein in dem Sinne hat, wie wir es kennen, dann muss ich dem Priester nach römisch-katholischem Dogma später in meinem Leben, wenn ich bei ihm zur Beichte gehe, alle sündigen Gedanken, alle Sünden beichten, die ich jemals im Leben, soweit meine Erinnerung zurückreicht, überhaupt begangen habe. Weil seit seiner Taufe. Und im römischen Katholizismus werden nun mal eben normalerweise die Menschen als Kinder bereits getauft. Natürlich gibt es auch spätere Konvertiten, die müssen dann auch ab der Taufe eben alle Sünden dem Priester mitteilen. Aber es geht hauptsächlich eben um die, die ihr Leben lang katholisch sind und die bereits in die römisch-katholische Kirche eingetauft wurden als Baby, die im Grunde alle Todsünden, seit sie überhaupt auf dieser Erde sind, dass sie sich erinnern können, beichten müssen. Über das Wort Todsünden gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Wir wissen, dass die Bibel sagt, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ne? Also alles sind Todsünden, ja? Aber die römisch-katholische Kirche macht da halt Unterschied. Derart, fährt der Autor fort, dass der Priester als mit göttlichen Vollmachten ausgestatteter Richter, vielleicht wissen das viele nicht, aber nach römisch-katholischem Recht ist der Priester Gott. Der Priester ist eine andere Version des Papstes. Und der Papst ist Vicarius Filii Dei, ja, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Der Priester selbst ist Gott.
Weil der Priester selbst macht mit der Transsubstantiation in der Eucharistie, mit den Hokuspokus-Worten, hoc est corpus enim meum, kreiert er den Schöpfer, der Priester. Also stellt er sich damit über Gott. Der Priester ist mit göttlich ausgestatteten Vollmachten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier natürlich nicht über den Gott der Bibel sprechen, sondern über den Gott dieser Welt. Ja? Er kann ihn nach seinem Ermessen zum Abendmahl zulassen. Das heißt mit anderen Worten, ich kann ihm das Sakrament der Eucharistie zustehen oder verweigern, ja? Oder davon ausschließen. Das Problem ist, die 7 Sakramente der römisch-katholischen Kirche, wobei die Eucharistie ein Basispfeiler davon ist, sind nötig für die Erlösung innerhalb der römisch-katholischen Kirchenlehre. Und wenn der Priester aufgrund seiner Laune oder der gebeichteten Sünde oder was auch immer, dem Penitenten, ich weiß nicht, wie sagt man das jetzt im Deutschen, Penitent ist das im Englischen, das ist also dem Bußer, derjenige, der zur Buße, zur Beiche kommt, die Sünden nicht erlassen will, dann kann er ihn vom Abendmahl ausschließen, also von der Eucharistie, und damit kann er ihn vom Himmel ausschließen. In der römisch-katholischen Kirche, ne? Dem Himmel. Ja? Das heißt, ein gläubiger Katholik wird zur ewigen Hölle verdammt, wenn der Priester ihn nach der Sünde nicht absolviert von seinen gebeichteten Sünden. Ja? Und deswegen kann er ihm ewige Seligkeit oder die ewige Verdammnis zuteilen. Das heißt, ewige Seligkeit, wenn ich ihn zum Abendmahl zulasse zur Eucharistie, und ewige Verdammnis, wenn ich ihn eben nicht zulasse zur Eucharistie. In der Bibel sagt der Herr Christus, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Und spricht, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem Auge, danach siehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Welcher Satz aus der Bibel ist nun mehr zutreffend als dieser auf die Ohrenbeichte? Weil der Priester erhebt sich hier gottgleich und sagt, er ist sündenfrei, dabei ist er genauso ein sündiger Mensch wie diejenigen, die zur Buße kommen. Und das ist ein Punkt, den man hier mit diesem Zitat von Jesus Christus wunderbar deutlich machen kann. In der römisch-katholischen Kirche dagegen ist das Richten über die Mitglieder der Gemeinde Amt und Pflicht des Priesters. Und um dieses Amt vollführen zu können, muss er in der geheimen Ohrenbeichte von jedem und jeder Beichtenden ein Bekennen aller Sünden seit der Taufe fordern und muss, wenn die Beichtende nicht alle Sünden bekennt, sondern aus Scham einige verschweigt, diese durchfragen, ob sie diese oder jene Sünde getan, selbst unter Verletzung jedes sittlichen Anstandes fordern. Das Trienter Konzil hat in der Sitzung 14 vom 25. November 1551 die folgenden Kanones, also kirchlichen Vorschriften, beschlossen. Zitat. Wenn jemand sagen sollte, die Beichte aller Sünden, welche die Kirche beobachtet, sei unmöglich und nur eine menschliche Überlieferung und von den frommen Kirchenvätern abzuschaffen, oder zu derselben seien nicht alle Gläubigen und jeder einzelne Christ beiderlei Geschlechts nach der Anordnung des großen Lateranischen Konzils anzuhalten, dass sie jährlich einmal beichten, und deshalb sei es den gläubigen Christen zu raten, dass sie nicht zur Zeit der Quatemberfasten beichten, der sei verflucht. Quatemberfasten, das ist das sogenannte Quatemberfasten, sind Fasttage zur Heiligung der Jahreszeiten, und zwar Mittwoch, Freitag und Sonnabend in der Woche nach dem dritten Adventssonntag, nach dem ersten Fastensonntag in der Pfingstwoche und nach der Kreuzerhöhung, den 14. September jedes Jahres. Also römisch-katholische Feiertage natürlich, zu denen dann dieses Fasten eingeführt wird. Ja, was Jesus Christus über das Fasten sagt, das lesen wir in Matthäus Kapitel 6. Kann der Viktor ja vielleicht mal eben raussuchen und dann gleich mal vorlesen, wenn er möchte. Am Anfang von Kapitel 6
steht etwas über das Fasten in Matthäus Kapitel 6. Viel wichtiger ist, dass wir hier lernen, dass das Dogma der römisch-katholischen Kirche vom Konzil von Trient hier ist, dass wenn ich das bestreite, was die römisch-katholische Kirche hierüber lehrt, ich verflucht bin. Wenn jemand sagen sollte, im Sakrament der Buße sei es zur notwendigen Vergebung der Sünden nach göttlichem Rechte nicht notwendig, alle und jede einzelne Todsünde, deren Erinnerung durch schuldiges und fleißiges Nachdenken gewonnen werden kann, auch alle verborgenen Sünden und die gegen die beiden letzten der 10 Gebote gerichtet sind, sowie die Umstände, welche die Art der Sünde ändern, zu beichten, sondern es sei jene Beichte nur nützlich, um den Büßenden zu unterrichten oder zu trösten, und sei einst nur Gebrauch gewesen, um die kanonische Genugtuung, also die vorgeschriebene Buße, aufzuerlegen, oder wenn er sagen sollte, dass jene, welche sich bestreben, alle Sünden zu beichten, wollten nichts der göttlichen Barmherzigkeit zum Verzeihen zurücklassen, oder es sei nicht erlaubt, verzeihliche Sünden zu beichten, der sei verflucht. Hast du es inzwischen finden können, Viktor? Ja, ich habe sonst auch den Link geschickt im Chat. Das ist in der Tat Matthäus 6, ab Lies Vers es mal eben vor, wenn du 16. Ja, und zwar steht dort vom Fasten, also ab Vers 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Hast du sehr schön vorgelesen. Und jetzt mal die Frage an unsere Zuschauer. Was macht das mit dem Ramadan im Islam? Das könnt ihr selbst beantworten. Deswegen stelle ich nur mal so eben die Frage. Die unfehlbaren Päpste unter Punkt 2. Antichrist Pius der IX., das war nämlich der erste, weil er noch regierender Papst war zur Zeit des Vatikanischen Konzils 1870. Und damit der erste unfehlbare Papst war. Und zwar, alle Päpste sind unfehlbar nach der römisch-katholischen Kirchenlehre. Aber hier ganz sicher ab 1870, seit das Dogma wirklich eingeführt wurde und kanonisches Recht wurde, was natürlich auch rückwirkend funktioniert. Also, alle unfehlbaren Päpste, Pio IX, Pius der IX und Leo der XIII, haben als unfehlbare Satzungen bzw. Äußerungen die Moraltheologie des heiligen Doktor, hier habe ich wieder vorgelesen. Das passiert eben manchmal, kommt man nicht drum rum. Also, Äußerungen gegen die Moraltheologie des Alfonso Maria de Liguori als sichere Norm, das heißt Grundmaß, Basis, Fundament für alle Fragen der Moral autorisiert, also als vollgültig anerkannt. Und allen Geistlichen der römisch-katholischen Kirche alle Vorschriften dieser Moral als die sichere Norm für alle Amtshandlungen vorgeschrieben. Das muss man sich mal vorstellen. 1871 wurde Liguori hier zum Doktor Ecclesial, zum Kirchendoktor erklärt. Das ist das höchste oder die höchste Auszeichnung, die man einem Katholiken geben kann, außer ihn vielleicht zum Papst zu befördern, die man ihm geben kann in der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche. Vielleicht spricht man ja deswegen von Ärzten, von Göttern in Weiß. Also, nochmal, dass wir das sicher gut verstehen. Pius der IX. Und Leo der XIII. Haben als unfehlbare Satzungen die Moraltheologie des Dr. Alfonso Maria de Liguori als sichere Norm, das heißt Grundmaß, Fundament, Basis
für alle Fragen der Moral autorisiert und allen Geistlichen der römisch-katholischen Kirche alle Vorschriften dieser Moral als die sichere Norm, die einzige Norm für alle Amtshandlungen vorgeschrieben. Mit anderen Worten, sie haben es mehr oder weniger in Stein gehauen. Ja? Das, was der Morallehrer Liguori hier sagt, ist Gesetz in der römisch-katholischen Kirche. Antichrist Papst Pius IX. Erklärte am 11. März 1871 den Alphonsus Maria Liguori, wie er sagt, auf inständiges Bitten fast aller Bischöfe der ganzen Welt zum Doctor Ecclesiae mit folgenden Worten. Zitat. Dieser Liguori, indem er von allen Tugenden Beispiele gab, leuchtete, wie eine auf einen hohen Leuchter gestellte Leuchte, allen gläubigen Christen, welche im Hause des Herrn sind, also, dass er schon unter die Heiligen und Hausgenossen Gottes aufgenommen sein wird. Was er aber mit heiligen Werken vollbrachte, das lehrt er auch in Worten und Schriften. Indem er die durch die Ungläubigen und Jansenisten weit verbreiteten Finsternisse der Irrlehren durch gelehrte Abhandlungen der Moraltheologie zerstreute und entfernte. Überdies erleuchtete er die Dunkelheiten und erklärte das Zweifelhafte, indem er durch die verschlungenen, teils laxeren, also nachsichtigeren, teils strengeren Meinungen der Theologen einen sicheren Weg bahnte, auf welchem die Leiter der Seelen der gläubigen Christen ungehindert einherschreiten können. Derselbe Antichrist Pius IX. Erklärte ferner in den apostolischen Briefen vom 7. Juli 1871: Wir bestätigen mit unserer apostolischen Autorität, also unfehlbaren Vollmacht. Victor, hast du vielleicht vergessen, dein Mikro auszuschalten? Entschuldigung. Das ist kein Problem. Stell's nur fest, normalerweise machst du solche Geräusche nicht. Nee, das stimmt, in der Tat. Mir ist es jetzt auch gerade aufgefallen. Das kann passieren. Also, nochmal. Papst Pius der IX., der Antichrist, erklärte ferner in den apostolischen Briefen vom 7. Juli 1871: Wir bestätigen mit unserer apostolischen Autorität, unfehlbaren Vollmacht, also göttlicherweise, unter Zustimmung der Anwesenden den Doktortitel zu Ehren des Sankt, also Heiligen Alphonsus Maria de Liguori, des Gründers der Kongregation der Redemptoristen und Bischofs der Goten zu Sankt Agatha, oder, sofern dies nötig sein sollte, erteilen ihn von Neuem und in der Weise, dass er in der ganzen katholischen Kirche immer als Doktor gehalten werde. Weiter bestimmen wir und wollen wir, dass die Bücher dieses Doktors, seine Kommentare, seine Schriften, nein, endlich alle seine Werke, wie die der anderen Doktoren der Kirche, nicht allein privatem, sondern auch öffentlich an Gymnasien, Akademien, Schulen, Kollegien, Vorlesungen, Disputationen, Interpretationen, Kirchenversammlungen, Reden und bei allen anderen kirchlichen Studien und christlichen Übungen zitiert, vorgetragen und, wenn die Sache es erfordern sollte, angewandt werden. Da muss man mal eben drüber nachdenken. Ne? Könnt ihr ja das Video mal pausieren. Der unfehlbare Antichrist Leo der 13. bestätigt die Festsetzungen des Vorgängers Pius des 9. im Schreiben vom 28. August 1879 mit folgenden Worten. Wenngleich die Schriften des heiligen Doktors Alphons Maria de Liguori, unseres geliebten Sohnes, nicht ohne weitesten Erfolg der christlichen Sache den ganzen Erdkreis durchdringen, so ist dies doch noch mehr und noch mehr zu wünschen, so dass sie in die Hände aller getragen werden. Denn dieser Liguori hat die katholischen Wahrheiten auf das Geschickteste, dem Fassungsvermögen aller angepasst, hat für die moralische Leistung aller Vorsorge getragen, hat herrlich die Frömmigkeit aller erregt und zeigt mitten in der Nacht des Jahrhunderts den Irrenden den Weg, auf welchem sie aus der Macht der Finsternis hinübergehen können, in das Licht und das Reich Gottes. Es ist leider nicht das Reich des Schöpfergottes der Bibel.
Und was wollen wir sagen von seiner Moraltheologie? Der berühmtesten auf der ganzen Erde, welche in der Tat die sichere Unterlage bietet, welcher die Leiter des Gewissens folgen kann. Und was in allen seinen Schriften besonders der Beachtung wert ist, dass, wenn er gleich sehr ausführlich geschrieben, dennoch seine Werke von den Gläubigen ohne jeden Anstoß durchforscht werden können, wie dies durch seine sorgfältig angestellte Prüfung festgestellt ist. Derselbe Antichrist Leo der 13. bestätigt dies im Briefe vom 13. März 1880. Er nennt hier den Thomas von Aquino, den kennen wir ja auch schon, ja, von Summa Theologica unter anderem, und den Alfons von Liguori, der also lebte zwischen 1696 und 1787, die beiden ausgezeichnetsten Doktoren und ausschließlichen Führer der Heiligen Kirche. Ja. Sie sind Führer der Heiligen Kirche. Und er schreibt weiterhin wörtlich, Zitat, denn außer einer ausgezeichneten Kenntnis und Klugheit in moralischen Dingen nimmt jeder von beiden das für sich in Anspruch, dass die Lehren, welche sie billigen, den mittleren Weg zwischen den Extremen halten, gleich weit entfernt von laxer Nachsicht, welche den Sündern die Zügel schlaff lässt, und von ungebührlicher Strenge, welche das sanfte Joch Christi in eine unerträgliche Last verwandelt. Ende Zitat. Nach diesen Schreiben der unfehlbaren Päpste Pius dem 9. und Leo dem 13. kann kein Zweifel obwalten, dass des Doctor Sanctus, also Heiligen, Alfonsus Maria de Liguori Theologica Morales in Regensburg bei Manns erschienen, zwischen 1879 und 1881 gedruckt, 8 Bände, 4780 Seiten, die Ex Cathedra, also vom unfehlbaren Thron des Papstes aus, sanktionierte und als authentische, sichere Quelle für die Moral der römisch-katholischen Kirche festgestellt und von den Priestern als Norm für die Moral studiert und angewandt werden soll. So, das war, wie wir in Flämisch sagen, da war es ein hele Boot dran. Das war eine ganze Menge, was man jetzt mal eben erstmal verdauen muss. Und wenn ihr das machen müsst, dann drückt mal kurz auf Pause. Aber vielleicht hat ja auch Bruder Viktor auch noch hier etwas zu sagen zu dem gerade Gelesenen. Nö. Dann lesen wir weiter unter Punkt 3. Ja, entschuldige, ich habe jetzt gerade mich wieder blöderweise gemutet. Ja, nee, kein Problem. Es war jetzt so, ja, dass die diese Theologie oder Moraltheologie ja letztendlich dann so populär ja ist, bei den Priestern zumindest nicht bei den Laien, dass wenn ich jetzt irgendwo bei hingehen würde, dass ein Priester fragen, er sicherlich darüber Bescheid wissen würde, dann scheint ja ein ganz schöner Wälzer zu sein, der dadurch studiert werden muss. 4800 Seiten ungefähr, ne? Ja, schon. Ja, doch, ein bisschen dicker. All seine Werke, ne? Ja, 4780 Seiten, ja. Ja, ich denke auch, es ist ganz gut rausgekommen, auch die Seite davor, wie letztendlich ja schon versucht wird, von Seiten der römisch-katholischen Kirche ihren Sauerteig oder ihren Hefeteig in die Menschen reinzusetzen, um ja, eben das dann auch weiterhin immer der Draht oder der Draht zur Kirche nicht abreißt. Ne? Mhm. Und natürlich auch diese Kasuistik und Sophistik, wie ja auch in diesen drei Fällen, die da kurz beschrieben wurden, wie die Frau dann letztendlich den Ehebruch legitimieren kann oder sich legitimieren kann. Ja, das sollte vielleicht einige Männer mal ein wenig erschrecken, ne? Wenn sie verheiratet sind mit katholischen Frauen zumindest, ne? Ja, sollte man jetzt auf, also ich will jetzt an der Stelle auf jeden Fall aufhorchen. Definitiv. Das sollte man, ja. Gut, unter Punkt 3 lesen wir. Der zwischen Anführungszeichen Heilige. Doktor, nochmal Heilige. Meine Fresse, wie heilig haben sie den gemacht.
Dr. Sanctus Alphonsus von Liguori selbst schreibt die Moraltheologie der römischen Kirche als Norm für alle römisch-katholischen Christen vor. Na, wie gut, dass die römischen Katholiken keine Christen sind. Also schreibt er es nicht besonders vielen Menschen vor, sage ich jetzt mal so scherzhaft. Dieselbe soll von allen römisch-katholischen Priestern stets und täglich von Neuem studiert. Alle einzelnen Normen sollen dem Gedächtnis eingeprägt und stets gegenwärtig gehalten werden. Also Viktor, dann fang mal an. Ne? Wenn du römisch-katholischer Priester werden willst, musst du die 4780 Seiten des Liguori hier auswendig kennen, mehr oder weniger. Ich glaube, ich muss dann erstmal diese merkwürdige Sprache, die da links irgendwie immer zusammen, also da, was da steht, das muss ich mir erstmal zu Gemüte führen. Ne? Ja. Also ich denke immer zwischendurch, wenn du das mal vorlesen würdest, dann wie das sich anhören würde. Ne? Ja, sehr zum Lachen, weil ich niemals Latein gelernt habe. Ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht. Nee, das Besondere bei Latein ist ja, das sprichst du ja eigentlich wie aus wie im Deutschen, soweit ich weiß. Ne? Also du hast da jetzt endlich von der Aussprache her, ist das weniger jetzt das Problem. Aber ich dachte, mit dem C wäre, das ist wahrscheinlich dann Italienisch, wo man das... Es klingt halt an sich sehr, sehr, ja, sehr eigenartig dann, denke ich mal. Nullus confessarius intermittere debet theologia moralis studium quia ex tot rebus tam diversis et inter... se disparibus, qual ad hanc scientiam pertinent multa... Komm, lass mal, ich lese lieber das Deutsche, da verstehe ich zumindest, was ich lese. Ja, das besser. Das ist ja, wenn man das liest und man versteht das, das ist beinahe wie in Zungen sprechen, ne? Da versteht man den Geist auch nicht, einleitend, das zu sagen. Richtig. Ne? Also, ja, kein Beichtvater, ja, das sagt Alfonso Liguori selbst. Er schreibt, kein Beichtvater darf jemals das Studium der Moraltheologie unterbrechen, weil von so vielen verschiedenen und unter sich ungleichen Dingen, welche zu dieser Wissenschaft gehören, viele, wenn auch gelesen, doch, weil sie seltener vorkommen, mit der Zeit dem Gedächtnis entfallen, weshalb es nötig ist, sie durch ein immer zu wiederholendes Studium ins Gedächtnis zurückzurufen. Wie gesagt, lernt die 4780 Seiten auswendig. Übrigens, sagt Liguori weiterhin, werden die, welche nach dem Amte eines Beichtvaters trachten, sich nicht leicht einreden, dass sie ohne tägliches Studium der Moralwissenschaft sich hinreichend geschickt zu einem solchen Amte machen können. Das finde ich sehr wichtig, dass wir hier mal das Wort geschickt drin lesen. Das ist nämlich genau dasselbe, wie es in der Bibel steht, in Genesis Kapitel 3, denn die Schlange war, wie sagt man im Englischen, heißt es more subtle, war geschickter oder war gewiefter, war schlauer als alle anderen Tiere im Garten Eden. Ja. Es ist diese Geschicktheit, die wir hier lernen, die sich ein römisch-katholischer Priester zu eigen machen muss, um eben mit, ich sag mal, hinterrücksen Methoden dafür zu sorgen, dass seine Beichtkinder ihm alles sagen, was er sie fragt, und er muss es so geschickt fragen, dass die Beichtkinder noch nicht mal rot anlaufen, wenn sie ihm ihre tiefsten Geheimnisse beichten. Und nicht vergessen, wir sprechen hier über die sexuellen Geheimnisse hauptsächlich. Ja? Also, nochmal, dass sie ohne tägliches Studium der Moralwissenschaft sich hinreichend geschickt zu einem solchen Amte machen können. Sie müssen dafür studieren, um diese Schlauheit zu erreichen. Denn die Moralwissenschaft ist nicht allein notwendig für eine gute Leitung der Seelen, sondern sie ist auch sehr schwierig, weil sie eine Kenntnis aller anderen Wissenschaften, Berufe und Künste erfordert. Dann, weil sie so viele einander fremde Gegenstände umfasst. Dann, weil sie aus so vielen positiven Vorschriften besteht, welche man nur bei den Kasuisten zusammengetragen findet und vorzugsweise bei den Neueren, da Vorschriften dieser Art täglich neu hervorgehen. Endlich wird sie überaus schwierig wegen der unzähligen Nebenumstände, denn je nach der Verschiedenheit der Nebenumstände sind verschiedene Grundsätze anzuwenden, und hierin besteht die Schwierigkeit, da dies nicht geschehen kann ohne große Durchforschung
und sorgfältiges Lesen mehrerer Bücher, welche die Sachen prüfen und beleuchten. Punkt 4. Der Verfasser dieses Buches, das wir hier lesen, Robert Grassmann, hat Liguoris Theologica Moralis eingehend und gewissenhaft studiert. Aber in dem 8 Bände starken Werke nicht einen sittlichen Satz gefunden. Ja, wir gehen jetzt von der normalen Sitte aus, die wir normale Menschen so haben. Ja. Hat alle Bände studiert, 8, und nicht einen sittlichen Satz gefunden, sondern nur ausführliche Beschreibungen aller Arten von Unzucht und Unsittlichkeit, welche einem sittlichen Manne kaum dem Namen nach bekannt sind. Und namentlich, was die vielen Arten der geschlechtlichen Ausschweifungen betrifft, kaum in den liederlichsten Hurenhäusern bekannt sein dürften. Schon die einfache Lektüre dieser Beschreibung in den genannten Moralen bzw. der Fragen, welche zwecks Erörterung der näheren Umstände vorgeschrieben sind, ist so gefährlich, dass kein Buchdrucker es wagen darf, dieselben in deutscher Sprache in einem öffentlich erscheinenden Werke wiederzugeben. Und hierin finden wir den Grund, warum die Fragen, die die Priester bei der Ausbildung gelehrt bekommen, dass sie stellen müssen in der Ohrenbeichte, am Ende des Buches von Charles Chiniquy nicht ins Deutsche übersetzt wurden, bis jetzt. Und vielleicht findet sich da ja mal irgendeiner zu. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wisst ihr was, überlasst das eure Fantasie und eure Fantasie kann auch nicht mal halb so schmutzig sein, wie das, was da gefragt wird. Das bringt dieser kleine Absatz eigentlich sehr deutlich zutage. Wie das fortgesetzte tägliche Studium solcher anstößigen Beschreibungen und Fragen auf die Gedanken und in den Vorstellungskreis der römisch-katholischen Geistlichen und Beichtväter einwirken muss, das kann sich jeder leicht vorstellen. Die große Mehrzahl derselben muss notwendig von diesem Studium befleckt und von Versuchungen der Unzucht heimgesucht werden, der jedem Manne von Gott eingepflanzte geschlechtliche Trieb und das Spiel der Gedanken in stillen Stunden der Zurückgezogenheit werden wieder und immer wieder geschlechtliche Reize, Verlockungen, Vorstellungen und Erinnerungen wachrufen, welche bei dem immer wiederholten Lesen und Einprägen sich tiefer und tiefer in der Seele einnisten. Der Verfasser hat daher einen allerkleinsten Teil der Beschreibungen und Fragen, welche die genannten theologischen Moralen zum Einprägen vorschreiben, veröffentlicht, damit sich jeder selbst ein Urteil bilden kann. Mit anderen Worten, was wir bisher lasen, war nur zur Aufwärmung. Und was jetzt kommt, ist immer noch nur ein kleiner, klitzekleiner Teil der den Priestern aufgetragenen Fragen. Dritter Abschnitt. Die Ohrenbeichte der Jungfrauen, eine Ursache des sittlichen Verfalles und Verderbens in der römisch-katholischen Kirche. Und ich möchte, bevor ich da jetzt reingehe, noch mal kurz erklären, warum die Lesung dieses moraltheologischen Buches der römisch-katholischen Kirche so wichtig ist, im Zusammenhang mit der Spielliste, in der es ist, im Zusammenhang mit der Lesung, in der es ja eigentlich erscheint. Das ist ja die Lesung über den systematischen Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche, wie das Bild hier sagt. Ja? Und ich möchte da noch mal eben kurz dran appellieren, dass ihr versteht, warum tue ich das in diese Spielliste mit rein? Aus dem einfachen Grunde, dass wenn wir verstehen, und ich sage es jetzt mal in ganz plattem Deutsch, wie die Priester in ihrer Ausbildung schon aufgegeilt werden, wie sie da Knaben, Mädchen, Jungfrauen, verheirateten Frauen Fragen in der Beichte stellen müssen, dann verstehen wir auch, warum die Priester ständig sich zu diesen Unarten hinziehen lassen. Das ist systematisch. Deswegen habe ich den Titel damals dafür gewählt. Systematischer Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche, weil die römisch-katholische Kirche ihre Priester bereits systematisch zum Missbrauch ausbildet.
Deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir diese Dinge an der Basis schon mal verstehen. Wenn wir hier nach in den BuzzFeeds-Artikel eingehen und wenn wir hier nach in die verschiedenen anderen Artikel und Papiere eingehen, die alle noch kommen werden, das wird eine Spielliste, die wird unendlich lang, mehr oder weniger, dann müssen wir dieses Basisverständnis dieser Lesungen hier haben oder wir tun das Gelesene ab als, ach, Einzelfall, ach, kann man nicht erklären, ja, ach, das ist einfach nur ein Fieser und so weiter und so weiter. Nein, es steckt ein System dahinter. Das System der römisch-katholischen Kirche ist an der Basis eine verrottete Wurzel. Und wenn die Wurzel verrottet ist, dann kann es keinen heilen, gesunden Baum fortbringen. Und ein Baum, der nicht heil und gesund ist und gesunde Wurzeln hat, kann keine guten Früchte tragen. Und deswegen ist die römisch-katholische Kirche von Anfang an zum Kindesmissbrauch und zum Missbrauch überhaupt verurteilt. Von Anfang an. Deswegen müssen wir das verstehen. Nun, wir sind inzwischen bei beinahe einer Stunde angekommen und wir gehen jetzt in ein schweres Thema ein hier über die Ohrenbeichte und werden dann nächstes Mal fortfahren. Wir haben dieses Video jetzt nicht so viele Dinge besprochen, die ab 18 sind. Stimmt, dann werde ich dieses Video auch ohne Altersbeschränkung freigeben. Ich weiß ja einmal nicht, wie weit ich komme, aber ich schätze, nächstes Video gehen wir wieder ein wenig in die wichtigen, wirklich wichtigen Sachen oder in die fiesen Sachen, kann man auch sagen, rein. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass diese Lesung, die ich heute gemacht habe, euch im Grunde erklärt hat, warum die römisch-katholische Kirche, warum der römisch-katholische Priester so ist, wie er ist. Wie er im Grunde durch diese 4780 Seiten des, zwischen Anführungszeichen, heiligen Alphonse Liguori gehirngewaschen wird und sich diese Moraltheologie vereinnahmen muss und seinen Charakter dieser Lehre anpassen. Sonst kann er nicht bestehen innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Da mögen die Priester noch so liebe Gesichter haben. Da mögen sie noch so fein den Kindern über den Kopf streicheln. In Gedanken tun sie ganz was anderes. Und ich hoffe, dass diese Erkenntnis in euch auch wächst, wenn ihr diese Lesung verfolgt und wenn ihr euch selber in das Thema ein wenig vertieft und seht, dass die römisch-katholische Kirche von der Wurzel an faul ist, rott, faulend, stinkend. Die Synagoge Satans eben. Und dann möchte ich gerne Viktor noch das letzte Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Bruder Jörg. Das war eine sehr aufschlussreiche Lesung und das hast du auch wie immer mal auch dementsprechend gut vorgetragen. Ja, auch gerade was du sagtest, ich denke, da müssen wir auch immer ganz klar uns vor Augen halten, Ursache und Wirkung. Du hattest mal an anderer Stelle auch davon gesprochen, dass natürlich die Bibel für uns Menschen sowas wie eine Art Bedienungsanleitung auch darstellt. Und wenn natürlich jemand wie ein Priester, ja, auch, der ja auch nur ein Mensch ist, eben die falsche Bedienungsanleitung, ich sag mal, eingeimpft, aufgedrückt bekommt, beziehungsweise selbst davon überzeugt wird, dass das letztendlich die Bedienungsanleitung halt ist, aber was sie ja in Wirklichkeit eben nicht ist, weil sie vom Teufel gestiftet ist. Und damit auch nochmal der Punkt, womit ich noch die Brücke schlagen wollte zur Bibel, hattest es ja auch einmal kurz erwähnt, die Schlange, das ein Tier war listiger auf dem Feld, ne? Und wenn es um List geht, da fällt mir auch immer ein, das ist Epheser Kapitel 6, ich glaube dann ab Vers 10 oder 11. Und zwar geht das da um die listigen Kunstgriffe des Teufels. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, oder das hat mir auch nochmal so aufgezeigt, ja, dass diese Linie dieser Schlange, also wie ja auch dann in Kapitel 3 vom ersten Buch Mose ab Vers 15 ja beschrieben ist, dass der Same ja dann vom Samen der Frau
zertreten wird. Beziehungsweise erstmal sticht die Schlange, der Same der Schlange dem Samen der Frau in die Ferse und danach wird der Same der Frau den Samen der Schlange den Kopf zertreten. Und ja, das war nochmal so auch, denke ich, noch eine gute Überleitung dahin, um zu sehen, wie es dann ja auch später in den folgenden Kapiteln, dann ist es dann die Linie des Kain, wie wir später lesen, und wie sich die auch weiter durch die römische katholische Kirche hindurchzieht. Ja, so viel noch dazu. Ich bin da mal gespannt, auch auf die jetzt kommende Lesung weiterhin. Ja, auch nochmal eine Sache natürlich, ja klar, ich meine, diese ganze im Grunde jetzt ja noch Vorbereitung oder Einleitung zu dem eigentlichen ursprünglichen Artikel, den du ja lesen wolltest. Ich denke, das ist wirklich ziemlich wichtig und auch ja nötig, und um das alles besser zu begreifen. Denn ja, ich sagte ja eben schon, ein Priester ist auch nur ein Mensch, und letztendlich sollte der auch niemals als verloren abgeschrieben werden. Also letztendlich wissen wir auch zum Beispiel, dass jemand wie der Richard Bennett natürlich auch dann im Zuge der Bekehrung auch wirklich wunderbar tolle Arbeit leistet und das im Grunde genommen dann auch ein Geschenk des Himmels ist, dass der uns diese Information allen Menschen dann auch zugänglich macht. Ich denke, das ist nochmal auch ein wichtiger Punkt. Also der Priester ist letztendlich eine betrogene Seele, und wir sollten jetzt natürlich dann auch das immer auch berücksichtigen, denke ich, ganz wichtig. Ja, an der Stelle dann bedanke ich mich und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Da habe ich nichts als Zustimmung zu dem, was du zu sagen hast. Und wir sollten nicht nur Richard Bennett berücksichtigen, der 22 Jahre in der römisch-katholischen Kirche als Priester fungiert hat, sondern auch Charles Chiniqui, der noch länger in der römisch-katholischen Kirche war und da das Buch drüber geschrieben hat, 50 Years in the Church of Rome, 50 Jahre in der Kirche von Rom. Und zum Beispiel auch Alberto Rivera, der ja aus dem Jesuitenorden auch rausgekommen ist und zu Jesus gefunden hat. Da gibt es immer einige Leute, da gibt es doch tatsächlich so einen Penner, also wirklich, ich habe da kein anderes Wort für, der schreibt ständig in irgendwelchen Kommentaren, zeigt mir doch, wo Rivera zum Priester oder zum Bischof ordiniert wurde. Wisst ihr, diese Papiere kannst du gerne nachforschen. Das Problem ist nur, die gibt es gar nicht mehr. Ja? Glaubt ihr nicht, dass die Jesuiten schlau genug sind, um solche Eintragungen aus den Kirchenbüchern zu wischen? Richard Bennett hat einmal selbst zugegeben, dass er nicht glaubt, dass Alberto Rivera jemals ein Jesuitenpriester war. Aber was Richard Bennett glaubt oder nicht, interessiert mich herzlich wenig. Es interessiert mich auch herzlich wenig, ob Alberto Rivera ein Jesuitenpriester war oder nicht. Was mich interessiert, ist die Information, die er rausgebracht hat. Und die Information, die er rausgebracht hat, kann ich daran sehen, dass sie wahr ist, weil es sich in der Welt widerspiegelt. An ihren Taten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da hat Alberto Rivera nichts hinzugefügt, aber auch nichts von weggelassen. Und wenn solche Leute aus diesem Betrug rauskommen können, dann können es sicher die normalen Laien, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen. Und wir sollten immer die Taten hassen, aber nicht die Täter. Offenbarung, Kapitel 2. Vers 6 habe ich heute Nachmittag, glaube ich, schon mal gelesen. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse, sagt Jesus Christus. Die Werke, nicht die Menschen. Für die Menschen müssen wir beten. Deswegen will Jesus Christus ja auch, dass wir für unsere Feinde beten. Dass wir eben durch das Gebet dafür sorgen können, dass die vielleicht auch vom Heiligen Geist, genauso wie wir, bekehrt werden können. Weil der Mensch sucht nicht Gott, aber Gott sucht den Menschen. Und lass uns dafür beten, dass Gott eben auch diese Menschen findet. Und zum Abschluss noch einmal kurz Epheser Kapitel 6, das eben Viktor angeholt hat. In Vers 11 steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Das war der Satz,
den Viktor gemeint hat. Und um den zu verstehen, muss man seine Bibel lesen. Und damit möchte ich das Video heute auch abschließen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder zusammenkommen und weiter graben in diesem Buch der sogenannten Moraltheologie von Alfonso Liguori und den systematischen katholischen Kindermissbrauch aufdecken und erklären können. Bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha.